Hier oben wird es wahrscheinlich noch ein paar Geier. Ich könnte mir vorstellen, ich nehme mal lieber die Pistole jetzt. Und ich sollte schleichen. Ey! Herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die und meiner Ferienreise durch Neverskane. Ich bin zurück aus dem Schneebiom. Hab schon mal so ein bisschen Hausarbeit gemacht heute Nacht und bin gerade momentan noch so am Kochen. Ich überlege gerade, dass ich so ein bisschen was auf Vorrat mache. Ich habe hier immerhin 3 Schemdosen. Ich hoffe, dass ich Schemchowder schon kann. Irgendwo, da ist er doch, Schemchowder. So, dazu brauche ich Can of Shem, jeweils 2 Kartoffeln und Mais und einmal Wasser. Das sollte ich zumindest 3-mal hinkriegen. 6 Minuten braucht das. Wow. Okay, koche ich schon mal. Und dann lege ich passend noch mal Holz. Das sollte reichen. Okay. Das läuft. Das restliche Wasser kann weg. Ja, Kartoffeln ist ja immer das große Problem am Anfang. Mais kann ich hier von der nächsten Farm nochmal klauen oder sonst weiß ich, wo noch eine größere Farm ist hier in Neverskane natürlich. Und da wäre Mais überhaupt kein Problem. Kartoffeln ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ich habe genug auf dem Herd. Ich habe so ein bisschen Sorge. Tag 26 ist angebrochen und ich spiele ja hier entspannt. Ich will ja Ferien machen, aber einmal im Monat gibt es nun mal Horde und das heißt, der Tag 30, der rückt näher und ich sollte mir langsam mal überlegen, wo ich denn die Horde erwarten will, wo ich mich verbarrikadieren will. Hier mein schönes Anwesen ist mir einfach viel zu schade, dass mir die Zombies das kaputt schlagen. Ich finde, hier kann man sehr schön wohnen. Aber für eine Horde ist das keine gute Idee. Das ist noch leer. Was? Nehmen wir das gleich. Ich habe ja einen Knüppel. Guck mal. Ich zeichne dir mal meinen dicken Knüppel. Hä? Jawohl. Und Home Run. Hey. Jetzt mache ich aber hier die Tür zu. Ich bin hier so oft schon drin überrascht worden, während ich hier am Kontrollieren, am Arbeiten war. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Das ist nicht allzu viel. Lehm ist hier genug drin. Eisen nicht unbedingt. Packen wir schon mal Eisen rein. Blei, was haben wir denn hier so alles noch drin? Hier haben wir noch Blei, was weggeschmolzen werden kann. Ich habe in meinen 850 Cobblestone Rocks ein ganz bisschen Zementmischung. Das ist zu wenig. Zu wenig zum Leben, zum Sterben zu viel, ne? Gut. Hier nehmen wir lieber Kohle. Ich glaube, allzu viel brauche ich hier erstmal nicht. Da müsste ich noch mehr nachlegen. Ich lasse das erstmal gerade einschmelzen. Ja, mein Plan ist, mir irgendein Gebäude auszusuchen, was A, selbst relativ robust ist, nicht allzu groß, aber es sollte schon aus Stein sein. Also hier sowas zum Beispiel. Empty, schade. Das ist doch Stein hier. Gib mir doch mal meine Steinaxt. Die ist ganz gut, um sowas mal zu überprüfen. Sie macht ja nicht allzu viel Blockschaden. 120. Das ist Holz. 500. Okay. Die Bude wäre schon mal nicht gerade mein Fall. Ich brauche einen besseren Bogen.
Jo. Da ist er wenigstens. Okay. Nee, da halte ich mich gar nicht lange dran auf. Da suche ich mal lieber weiter. Beziehungsweise ich will dann natürlich auch hier zu meinem Trader Joel gehen und mir da mal eine etwas spannendere Aufgabe suchen. Denn da müsste ich jetzt, bin ich bei Level 3 oder bei 4? Weiß ich schon nicht mehr. Das geht ein bisschen schneller. So, mein Job. Ja. Joel, kannst du nicht mal wieder ein bisschen wachsen? Das ist doch peinlich da unten. Naja, egal. Zeig erstmal einen Job. Tier 3, Clear Zombies, 400, 400, Night Only, Fetch, 300. 300 Meter Nordosten. Would Machen you wir erstmal kindly die. help me with a little problem? Wow! Bob's Balls und Karls Korn. Naja, I can't okay. thank you enough, friend. Machen wir. Hier ist ja nicht leider was nachges. Hier ist leider nichts nachgespawnt, wollte ich sagen. Nicht leider was nachgespawnt. Das wäre doch was Schönes. Aber nee. Ja, komm. Okay, Bob's Boss und Karls Korn. Den Laden kennen wir. Jo, hier sind wir richtig. Aber ich möchte lieber vorher mal so ein bisschen in der Gegend rumfahren, denn wie gesagt, der Platz für die erste Blutmondhorde, der liegt mir schon so ein bisschen auf der Seele. Aldous Cabinet. Also die Gebäude hier kenne ich schon ganz gut. Ich habe vor Jahren hier mal gespielt und habe gedacht, ja, hier nehmen wir das doch als Hordenhütte. Und das war eine ganz schlechte Idee. Hier gibt es einfach viel zu viele Möglichkeiten für die Zombies nach oben zu kommen. Und das ist mir dann nicht nur auf die Füße gefallen. Elder's Cabinet. Das sind alles altgediente POIs. Theoretisch wäre es ganz gut, weil hier drin gibt es tatsächlich nur eine Treppe. Oh, hier ist sogar auf. Nachteil sind allerdings diese Vordächer hier. Wenn die Zombies hier drunter stehen, man kann zwar schön auf dem Vordach stehen und runterschießen, aber wenn die Zombies hier an der Mauer rumkloppen, muss man gerade wieder testen, ist das wirklich eine Mauer? In 7 Days to Die kann man sich ja dann nie sicher sein. Das sieht hier zwar nach einer Backsteinmauer aus, aber das kann auch nur eine Textur sein. Man kann ja einen Holzblock nehmen und den so anmalen, als ob er wie eine Mauer aussieht. Und ich sag mal so, die POI-Entwickler machen das hin und wieder mal ganz gerne. Das ist definitiv Backstein, also 1200. Kann ich leider momentan nicht reparieren. Hier stehen schon ein paar Spikes. Die könnte ich mir sparen, so ungefähr. Hier ist aber noch ein schönes Vordach. Schön, naja, auch 1200. Gut, das würde ja schon mal sagen, ja, können wir machen. Ginge. Zumindest für meine erste Horde. Aber, ja, wie gesagt, diese Vordächer, die machen mir schon Sorgen. Vor allen Dingen die Zombies können da relativ schnell reinkommen. Und ich befürchte, dass ich das Ding hier nicht wieder zumachen kann, oder? Ja, locked. Das heißt, irgendwo ist hier ein Schalter und den habe ich wohl schon mal gedrückt. Und ist das Ding aufgegangen und jetzt geht es nicht mehr zu. Uah. Auch nicht so toll. Diese Tore sind ansonsten
ziemlich cool, weil sie enorme Hitpunkte haben. Also, ich meine so irgendwas um die 14.000. Das heißt, wenn so eine, wenn so ein Rolltor unten ist, dann ist das ziemlich sicher. Das Ding müsste auf jeden Fall hier vorher dann weg, weil wenn da die Zombies drauf rumkloppen, explodiert es und eventuell reißt es dann auch ein Loch in meine Mauer. Ach ja. Tja, was gab es denn hier noch? Früher war da hinten ja mal eine Pfandleihe, eine große. Und jetzt ist hier eine Funkstation, also eine Radiostation. Die ist ziemlich groß. Und ich glaube, die hat mehrere Aufgänge. Ist das denn? Sind das hier Steine? Das sind Steine. Auch Stein. Drei Nägel. Und untouched. Nett. Dann zeig doch mal her, was du hast. Ja, nehmen wir mit. Auch Stein. Ja, theoretisch auch nicht schlecht. Aber. Was? Keine Eier? Stein? Das ist hier Panzerglas. 3000. Also schön stabil. Das wäre alles schon mal gar nicht mal so schlecht. Man muss nur aufpassen, Zombies können auch übereinander steigen und sind dann relativ schnell auf so einem Vordach. Das ist auch nicht so toll. Da ist eine Leiche. Hier bin ich doch gar nicht drin gewesen. Oh. Katzenbilder, Büffel, wie schön. Ein dicker Fernseher. Die Empfangsdame wird leider schon wach. Sie sollte sich mal wieder hinlegen. Und bitte den Pfeil wiedergeben. Alle werden wach. Sind Sie der Programmchef hier? Noch einer. Gut. Die Pfeilchen tun auf jeden Fall ihre Schuldigkeit. Hier habe ich noch ein paar Stühle eingesackt. Die kann ich gleich scrappen. Schnelles Holz. Oh, eine Kartoffel. Jede Kartoffel zählt. Hey. Hier geht's, glaube ich. Ne, hier geht's nach unten. Ach, das war so ein etwas verwinkeltes Ding. Cool. Irgendjemand ist durch die Decke gebrochen. Was? Du kannst da durchkriechen. Ah. Die zappeln mal etwas. Mist. Ja, das ist nicht gut. Wenn sie erstmal gut laufen. Jetzt habe ich sie erwischt. Bei denen fliegen immer so schön die Köpfe ab. Die sitzen ziemlich locker verstöpselt, glaube ich. Hm. Okay, hier geht's zumindest schon mal nicht nach oben. Da müsste man hier rum. Literatur? Ja! Nee, Papier. Schade. Aber hier gibt's Literatur. Sharpsticks, yay! Ich kann jetzt einen Eisenspeer Qualität 2 machen. Ich habe schon einen mit Qualität 3. Vehicle Adventures nehmen wir natürlich sehr gerne. Wir nähern uns damit der Fähigkeit, ein Motorcycle zu bauen. Wiring. Mhm.
auch 2. Medical Journal, auch 2. Da habe ich schon einiges von gelesen. Das sind auch immer so die Bücher, die man ganz zu Anfang kriegt. Home Cooking Weekly, da bin ich. 4 noch, dann bin ich durch. Jetzt in dem Fall. Pfeile sind wertvoll. Alle Ressourcen sind wertvoll. Wo habe ich geparkt? Da hinten. Weil wenn ich jetzt schon mal dabei bin, lege ich mal gerade alles außer Tasche hier. Knochen. Ja, das ist alles nicht so dramatisch, aber ich habe ja auch Platz. Also das Wesentliche ist, dass die Zombies den Weg nach oben nicht finden. Hier gibt es keinen, hier geht es nur nach unten. Oh. Auch nur Papier. Urban Combat. Sehr gut. Das ist ein gutes, das ist eine sehr gute Buchserie. Und ich lerne hier aus dieser Folge von Urban Combat, da Militär Stealth Boots herzustellen. Also das ist eine Rüstung, ein Rüstungsschuh, mit dem ich sehr leise bin. Und ich bekomme keinen Ausdauerschaden oder Abzüge bei meiner Ausdauer, wenn ich damit schleiche. Ich habe die leider noch nie hergestellt. Mich würde mal interessieren, wie gut die sind. So, ich lese das erstmal. Am Ende habe ich gesagt, ich sollte schleichen. Gut. So, bleib liegen. Okay, die Dame, die nehme ich mal mit die Keule. Ah, mit der Keule bin ich noch nicht ganz so gut. Hier ist keiner zu Hause. Die Küche. Oh je. Yeah. Hier ist aber randaliert worden. Moment mal. Der Kalender hängt in der Luft. Interessant. Hier könnt ihr was zu essen kaufen. Ich hoffe nicht, dass es nötig ist. Und hier geht es schon nach oben. Das ist zwar eine Eisenleiter, aber die wäre schnell weggehauen. Nö. Ja. Jus. Noch 3. Ein bisschen was zu essen. Ich habe Hunger. Ja, nehmen wir Katzenfutter. Jus. Sonst hat es ja keinen Jus, keinen Nutzen. Also, manche Döschen, die kann man einfach schnell wegfuttern. Die, da gibt es auch keine Rezepte für. Und das ist eben Katzenfutter, das ist unter anderem die Hühnersuppe und das eingedoste Hühnchen. Ja, das müsste dringend weg, ganz klar. Hier oben wird es wahrscheinlich noch ein paar Geier. Ich könnte mir vorstellen, ich nehme mal lieber die Pistole jetzt. Und ich sollte schleichen. Ey! So. War das nur ein Geier? Ein Geier macht noch keinen Schwarm, was soll's. Komm her, Knubbelchen. Muss ich auch mal trainieren. Noch jemand ohne Fahrschein? Hallo? Ich hau das mal alles weg. Ah, ein Generator. Das heißt, hier könnte es auch ein
Job für mich dann irgendwann mal geben. Hier kann ich alles kaputt hauen. Ja. Jo. So. Durst. Ja, dann trink doch was, Junge. Wo ist denn das Problem? So. Nägelche. Okay. Ja, und runter geht's eigentlich nur noch durch die Löcher. Und Löcher im Dach sind ja eigentlich gar nicht mal übel. Denn die gestatten einem Schützen auf dem Dach schön runterzuschießen. Ist hier Fenster? Ja, das ist normales Fenster. Das ist der Eingangsbereich. Ich weiß nicht, ob hier Zombies hochkommen können. Das hier ist auf jeden Fall Beton. Das heißt, sehr stabil. Okay, Aldous Kabinett wäre möglich. Aber im Augenblick tendiere ich doch tatsächlich einfach die Funkstation zu nehmen. Okay. Die scheinbar besser, als ich dachte. Ich peile mal die Funkstation an. Dann habe ich zumindest schon mal so ein bisschen einen Plan, was ich zu machen habe. Ja. Und mein eigentlicher Job ist ja auch hier direkt in der Nachbarschaft. Bin ich ja schon öfter dran vorbeigefahren. Oh, da ist Kohle. Sollte ich mir merken. Oh, mein Sprit geht zur Neige. Macmillan. Macmillan. Okay. Mal gerade den Sprit rausholen. Ich habe ja noch genug. Also das ist gar nicht so das Problem. Halt. Refuel. So. Storage. Restliche Sprit wieder zurück. Passt. So, da sehen wir schon Bob's Balls und Karls Korn. Da gibt es natürlich sehr, sehr schöne Sachen. Deswegen würde ich da auch gerne mal vorher durchtoben. Bevor ich das durch die Annahme dieser Aufgabe zurücksetze. Erstmal natürlich die Literatur. Kennen wir schon, ist aber verkaufbar. Wie man gute Bögen baut, das lese ich gerne. Okay. Ja, Bob's Balls und Karls Korn, das ist ja einer der besonderen POIs. Die kenne ich also auch schon aus meinen früheren Ferienreisen durch Neverskane. Ob die etwas umgebaut ist, ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall ist dieses POI deswegen so berühmt. Das sind zwei Brüder, die sich scheinbar verfeindet haben. Und der eine züchtet Superkorn. Also das hier nicht. Das ist komplette Mengen vertrocknet. Also falls man viel Pflanzenfasern braucht, ist das hier eine gute Idee. Vielleicht ein kleiner Tipp. Normales Gras, zwei Pflanzenfasern. Eine vertrocknete Maispflanze. Acht. Nee, sechs. Zehn. Ja, das waren jetzt, jetzt muss ich rechnen, auch wieder wenigstens acht. Auf jeden Fall, wenn man so ein Feld abhaut, da bekommt man ruckzuck Pflanzenfasern bis zum Abwinken. Also es ist wesentlich, geht wesentlich schneller, als wenn ich hier einfach nur eine Wiese abgrase. Ich glaube, hier war alles multidicht.
Genau. Ja gut, und der andere, das ist Bob hier. Bob züchtet Schweine. Und so wie sein Bruder Supercorn züchtet Bob natürlich ein super Schwein. Und das ist Grace. Grace hat einen neuen... Das ist schon offen. Da geht's runter in die Behausung von Grace. Brauche ich so viel Fleisch? Und er hat natürlich überall Schweine. Und man sollte schlafende Schweine nicht wecken. Deswegen arme Schweinchen, ja. Aber du bist lecker. Und wir sind in der Zombie-Apokalypse. Darf man auch nicht vergessen. Fressen und gefressen werden. Außer, dass die Zombies sich nicht die Mühe machen, ihre Opfer mit einem Knochenmesser oder mit einem Jagdmesser auseinanderzunehmen und dann ja, Fleisch, Fett, Knochen und natürlich das Fell separat zu behandeln. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, Gammelfleisch könnte ich auch mal wieder gebrauchen. Das mache ich jetzt nicht mit dem Messer. Mit der Axt geht es einfach schneller. Auch wenn ich vielleicht nicht ganz so viel rauskriege. Wenn ich also hier vergammelte Reste um möglichst viel vergammeltes Fleisch zu sammeln, mit dem Messer auseinandernehme, bekomme ich natürlich viel mehr. Aber, ach, die Schweinetröge, richtig, die sind neu. Die kann ich durchsuchen. Und was gibt es? Gammelfleisch und Mais und sogar guten Mais. Okay. Gut, wir sind im Keller von Bob. Da muss ich gucken, überall können hier schlafende Schweine rumliegen. Das schläft nicht mehr, beziehungsweise das wacht nicht wieder auf. Da ist aber schon einer springt von der Decke und Schwein. Erreiche ich das von hier? Jo, einmal in den Schinken. Ja, wenn du so aggressiv bist, ich kann das auch. Ich muss direkt auf den, wie heißt das, nehmen wir doch mal Pfeilchen. Wenn ich den Kopf nicht sehe, ist schlecht. Dann dauert das seine Zeit. Mann, so viel Schweine brauche ich doch eigentlich gar nicht. Cattle Feed. Interessant. Das ist eigentlich nicht Schweinefutter, sondern Rinderfutter. Und es ist Mais. Und vor allem noch cooler. Es sind gleich Mais-Saaten. Das heißt also, was ich hier schaufle, 9, 10, 11 Maissamen und da ist noch mehr. Also falls jemand von Anfang an gleich ein ganzes großes Maisfeld anlegen will, ich brauche nicht so viel Fleisch. Auf der anderen Seite, wenn das Biest wach wird, geht es gleich wieder zur Sache. Und so von Stoßzahn zu Stoßzahn möchte ich ihm nicht unbedingt begegnen. Wir lassen hier nichts verkommen. Also das muss nicht sein. So. Noch eine Schweinerei.
Ja, Cattle Feed. Her damit. Also auf jeden Fall brauche ich dann kein Mais. Der ist wissens eingesperrt. Da brauche ich auf jeden Fall keinen Maissamen mehr. Da pennt noch jemand. Der ist nicht eingesperrt. I'm sorry, Schmeinchen. Hallo? Ich habe den Deckel drauf gemacht. Wow. Noch eine Einer-Pistole. Super. Und Hunger habe ich. Ah, ich habe Hobo-Stew auf der Tasche. Ich weiß nicht, ob ich noch so viele Pflanzenfasern brauche. Die schmeiße ich auch erstmal weg. Geld schmeiße ich natürlich nicht weg. Altes und neues Geld nicht. Und ein Dreier-Padded Hood. Den könnte man mit ein bisschen Stoff schnell reparieren. Dann ist er immerhin 59. Ich habe jetzt zum Reparieren ein oder zwei Stück Stoff reingesteckt. Wenn ich scrappe, bekomme ich 38 wieder raus. Ich glaube, dann nehme ich lieber den Stoff und vor allem er stackt. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte mich hier durchbuddeln. So, Cattle Feed. Vor allem, das kann ich jetzt beruhigt alles schön abbauen. Sobald ich die Aufgabe annehme, ist es hier wieder da. Oh, 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 Gammelfleisch für Tage. Und, ach ja, das Schwein haben wir auch noch. Ja, und Schweinefleisch für Tage natürlich auch. Der größte Vorteil, was hier rausfällt, ist tierisches Fett. Das ist mittlerweile relativ rar. Also es ist gerne genommen und es wird für viele, nicht nur zum Kochen, sondern auch für viele andere Rezepte gebraucht. Ich bin mal gespannt, wie viel Saatgut ich jetzt hier insgesamt raushole. Ich habe jetzt schon 41 Kornsamen, obwohl ich noch nicht mal zu Karl mit seinem Korn rübergegangen bin. Aber da hoffe ich ja noch besonderes Korn zu kriegen. Ah, ich glaube, hier steht oft ein Schwein und das macht dann diesen dramatischen Sprung. Irgendwie bilde ich mir ein, Schwein im Hintergrund schreien zu hören. Gehört das zum POI oder passiert da was? Lieber die Axt. Auf jeden Fall kriege ich hier reichlich Gammelfleisch. Ups. Hier steht, man sollte in POIs, speziell in Küchen, immer auf den Kühlschrank gucken. Auf dem Kühlschrank steht sehr oft ein Kochtopf. Wer mit dem Spiel frisch anfängt, der wird verzweifelt nach einem Kochtopf suchen. Dort findet man ihn oft. Gar nicht mal so in den Schränken oder im... Nochmal Kartoffeln. Ah, Mist. Was schmeiße ich weg? Nee, so geht das nicht. So geht das nicht, Leute. Ich muss hier mal raus. Ah, Zombies. Brass. Ich bin von hinten. Ich muss vorne raus. Zombie? Hier könnte ein Zombie drin sein. Ist er auch. Hier sind mit Sicherheit auch noch Schweine irgendwo. Da pennt eins. Da ist die Haustür. Noch ein Schwein. Ach komm. Das sind Verletzungen, die ich vermeiden wollte, mein Freund. Ich wollte sie eigentlich vermeiden, aber
Naja. War deine Entscheidung. So, hier geht's nach vorne raus. Deswegen öffnen wir lieber hier mal die Tür. So. Jetzt ist wieder Ruhe. Und ich wundere mich, denn hier draußen waren doch eigentlich gar keine Schweine. Warum hat es da so viel Zirkus gegeben? Hier ist definitiv kein Zombie eingebrochen. Da läuft jemand. Hallo Steve. Mal gucken, ob ich den kriege. Ja, nicht so. Jetzt dreht er um. Was? Noch höher? Noch tiefer? Tiefer. Ja, ich sollte die Zielgenauigkeit des Holzbogens nicht unterschätzen. Aber so hundertprozentig genau ist er immer noch nicht. Dazu brauche ich, glaube ich, erst den Compoundbogen. Ach, den kriegen wir auch noch. So, Taschen leeren. Ja, ich glaube, Fleisch. Ja, obwohl, das ist sowieso ein Stack, das geht gleich weg. Geld weg. Oh, 6000 Holz, das ist ja nicht schlecht. Da werde ich wahrscheinlich noch einiges von bekommen. Nochmal eine Schemdose, das gefällt mir. Hier ein schöner Gothic Boot. Ich weiß nicht, wie gute Schuhe ich überhaupt schon im Schrank habe. Ersatzpistole. Ob ich die wirklich brauche, ist eine andere Frage. Eine bessere, die wäre in Ordnung. Da müssen wir noch dran arbeiten. Ach ja. Hier kommt gleich das nächste Fleisch. Also Fleisch, wenn man Fleisch sucht. Ops, Boss, Karls Korn. Ressourcen gibt es hier ohne Ende. Ja, wie gesagt, das Fett ist besonders wertvoll. Da habe ich momentan 29, 30. Oh. Sehr gut, sehr gut. Schnippidi-schnapp. Steel Set Shammer Parts. Die sind was wert. Hier kann ich noch ein bisschen Saatgut sammeln. Ja. Also für meinen kleinen Dachgarten brauche ich mich wegen Mais nicht mehr anzustrengen jedenfalls. Also Mais-Saatgut habe ich kiloweise. Schade, dass ich so nicht auf diese Weise nicht genug Kartoffeln kriege. Das Wetter wird schon wieder schlecht. Das deckt zumindest. Das deckt eine gewisse Zeit nur. Es geht ja nur bis hier, was habe ich gesagt, bis 125. Rotting Flash können wir wegpacken. Knochen können wir wegpacken. Haben wir jetzt auch reichlich. Broken Glass. Ich will nichts sagen. Broken Glass ist auch eine Ressource, die man durchaus hin und wieder mal gebrauchen kann. Drei Papier, da kann man sich eher drüber streiten. Ich habe nicht zufällig. Ne, die Mütze, die Stoffrüstung oder die Stoffhaube, die habe ich ja entsorgt. Ja, Blei könnte ich sogar gebrauchen. Ah, machen wir erstmal so weiter. Okay, ich muss jetzt nicht jedes und alles hier looten. Mich interessieren ja nur die guten Sachen. Ne? Hallo, schade, dass man diese Lampen nicht mitnehmen kann. Die sind ganz praktisch, sie bieten nämlich viel Helligkeit. Hallo Zombie, hier,
Hier ist keiner. Dann ist er hier. Oh! Eine Krankenschwester. Na komm sie. Hier wieder Kettlefeed. Steh auf. So. Und aus. Ich bin mal gespannt, wie viel ich hier raushole. Einfach nur just for science. Ja, wie gesagt, da habe ich keine. Das kann ich nicht durchsuchen. Den Futtertrog hier. Übrigens auch ein Käfig von Grace. Grace, das Superschwein. Nochmal Kettlefeed. Es liegt überall nichts rum. Hier hat er eine Chemiestation, da sollte man mal reingucken. Schießpulver, das deckt sogar. Rocket Launcher, was? Aloe Vera Seed, ja, da habe ich, glaube ich, einiges von. Kartoffeln, da wird spannend. Eisen. Stahlteile, sehr nett. Und, oh, Nightstalker, ein Buch, was ich noch nicht kenne. 5% mehr XP, wenn ich nachts kille. Yes. So, die Vitamine nehmen wir auch noch mit. Schaden kann es nichts. Knochen, ja. Hier kein Zombie, okay. Möglich ist es. Die stecken überall, die Zombies. Schmutziges Wasser habe ich auch ein bisschen gesammelt. Nochmal Kettlefeed. Dann kann ich hier übers Dach. Hallo Startpunkt. Kleiner Parcours. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Tür. Hier bin ich mal etwas leise. Weil ich da den Bauarbeiter schon gesehen habe. Lehm, wer schmeißt denn hier mit? So. Ab aufs Dach. Hier geht es weiter mit der Schweinezucht. Hier ist ja nur eins. Das eine andere liegt wieder draußen rum. Noch mehr Fleisch. So viel kann ich gar nicht essen. Moment, wo habe ich mein Messer? Da. Ja, wie gesagt, das Fett. Alleine schon deswegen lohnt es sich durchaus. So, das nehmen wir auch mit. Gut. Wir lassen ja nichts verkommen. Oh, hier. Wie baut man sich eine Treppe? Ganz einfach. Cool, was? Nochmal ein Geldversteck? Nee, Dietriche. Auch nicht schlecht. So, das Schweinchen lassen wir mal, denn wie gesagt, ich habe reichlich. Ah ja, richtig, das bricht ja zusammen. Was? Das Gammelfleisch kann ich nicht mehr mitnehmen. Ich glaube, Knochen habe ich reichlich. Gammelfleisch ist mir momentan noch ein bisschen wichtiger. Ah, hier gibt es Dünger. Dünger ist Nitrat. Nehmen wir mit. Warum nicht? Eisen auch, immer. Immer gerne genommen. Du schaufelst schon. Puh, Tag 26. Ich bin mal gespannt, wie das wird. So, und jetzt sind wir in der Haushälfte von Carl.
mit seinem Korn und man sieht überall vertrocknete Kornpflanzen. Und ich habe hier ja schon 210 Nitrat. Ich würde gerne mit Pfeilen schießen. Was ist denn das für ein Geräusch? Irgendwo brennt hier was. Okay, das wäre neu. Soweit ich mich erinnern kann, kann man auch noch da hoch. Allerdings nur mit Kletterhilfe. Dünger. Und über Waffentasche. Und jetzt habe ich natürlich keinen Platz. Erstmal was zum Weglesen. Sharp Sticks. Ja, so ein Pipebatten habe ich gerade dran gegeben. Ich bin jetzt hier mit dem Baseballbat unterwegs. Scrap. Rohre kann ich ja legen oder ich kriege halt ein bisschen Eisen. Und die Shotgun geschenkt. Scrap. Da warte ich auch eine vernünftige Shotgun. Nanu? Das hörte sich nach gestorbenem Zombie an. Das ist hier auch Fertilizer. Also Nitratdünger. Just another zombie. Jack der Hausmeister. Ich die so sehe, muss ich immer an das Ende von Shining denken. So, ist schon wieder Nacht. Meine Herren, das geht schnell. Hier könnte ein Zombie drin sein. Ja, um eine Ecke. Alles klar. Madam, bleiben Sie doch mal oben. Da kann ich Sie besser stechen. Hey, nicht fallen. So. Da flog der... Achso, das ist sogar zu. Da flog der Kopf weg. Okay, der halbe Kopf. Ah, Aloe Vera Cream. Auch nicht schlecht. Hier ein Zombie. Schuhe. Klamotten. Noch eine Mütze brauchen wir nicht. Obwohl, das ist Stoff. Klebstoff. Steel Club Parts. Das grab ich mal. Was liegt hier an Schuhen rum? Worn Boots. Scrap. Die geben übrigens jetzt Leder. Früher gaben die auch Stoff. Jetzt gibt es Leder. Ach, das Feuer habe ich gehört. Dafür ist hier scheinbar kein Zombie mehr. Oder der ist schon verbrannt, weil er da reingelaufen ist. Und hier sehen wir den Zuchterfolg von Carl, nämlich sein Superkorn. Und ja, Superkorn hat einige Vorteile. In speziellen Rezepten braucht man unbedingt Superkorn. Ist also dementsprechend sehr selten. Okay. Klick. Jetzt ist das an. Jetzt ist das an. Machen wir mal das an. Dann geht alles an. Ah, die... Ein kleines Rätsel. Ja, hin und wieder machen die Funpimps sowas auch gerne. Kommt selten vor, aber immer öfter. Nein! Ich wollte doch gerne. Ja, da muss ich nochmal hoch. Beziehungsweise hier ist wieder die Haupttür. Ich öffne mal. Ich glaube, mein Wägelchen ist auch schon wieder voll.
Hallo? Irgendein Zombie unterwegs? Ich frage ja nur. Nö, alles ruhig. Vielleicht stackt hier noch was. Also die Kartoffel stackt auf jeden Fall. Schmutzwasser sollte stacken. Messing, Gammelfleisch. Fett habe ich noch nicht weggepackt. Altes Geld sollte stacken. Das packe ich mal weg. Da werde ich wahrscheinlich nicht nochmal was von finden. Ja, Fleisch, wie gesagt, leider nicht mehr. Leder habe ich hier auch nicht gesammelt. Okay. So, jetzt muss ich in die richtige Haushälfte rein. Ups. Und ich glaube, da liegt ein Bulle. Habe ich was, was mehr Schaden macht? Nee, meine Pfeile sind eigentlich noch am besten. Bitte lieber Pfeil triff und nicht die Hand, die wieder vorm Gesicht liegt. Ja, sicher, sicher. Ja, Bullen sind leider zum Kotzen, daher muss man da vorsichtig sein. Oh, nochmal Jack, der Hausmeister. Der macht mir allerdings keine Sorgen. Ei, nochmal Nitrat. Säure. Ich wollte nochmal hoch. Ich will an das Superkorn ran. Hallo. Also. Fertilizer. Ich bin mal gespannt, wie viel Nitrat ich hier raushole. Ich bin schon fast bei 400. Okay. Banzai! Ja, die Rohre, die hier sind im Wege. Einfach hier reinfallen lassen. Und ruckzuck ist die Tür plötzlich auf. Das ist Magie. Und hier haben wir Supercorns Saatgut. Und zweimal ein Superkorn-Rezept, damit ich auch Saatgut selber herstellen kann. Einmal kann ich verkaufen. Und das Superkorn. Bitte ernten. Da habe ich zweimal Superkorn. Und ja. Food. Also normales normaler Mais. Der bringt 2, wenn ich ihn einfach so esse. Und Superkorn bringt 3. Das ist an sich noch nicht so spannend. Spannender ist eher, wenn man hier mal beim Superkorn auf Rezepte klickt. Ich kann Klebstoff rauskochen. Ich kann da verschiedene Getränke rausmachen. Unter anderem Grandpa's Awesome Sauce. Plus 20% beim Händler, sage ich nur. Grandpa's Learning Elixier. Ja, plus 10%. In der Hordennacht, wenn man das getrunken hat, so nach, also drei Minuten hält das, glaube ich, an. Und Grandpa's Moonshine plus 500% auf die Fäuste. Also egal, welcher Zombie euch dann entgegenkommt, ihr schlagt zu und der fliegt. Also Supercorn hat schon seine Vorteile. Mist. Okay. Okay, hier können wir noch mal reingehen. Das ist übrigens die andere Seite hier. Hier sieht man den Müll. Hier kann man wieder rüber in die Haushälfte von Bob. Hier könnte ein Zombie drin sein, ist aber keiner. Ich glaube, der wäre jetzt auch schon rausgesprungen. Ja, Hunger hätte ich. Wie wäre es denn? Oh, Dosenbirnen, lecker. Jungs. Nehme ich alles mit. Ich will noch mal gerade in den Keller gehen, weil der Keller durchaus noch mal sehr interessant ist, wie ihr seht. Oh, leider auch hier ein paar mittlerweile vertrocknete Superkornpflanzen. Oh, da ist noch eine Kiste. Nice. Leicht getarnt. Das ist Stoff hier oder ist Plastik? Nee, ist Stoff. Okay, hier haben wir zumindest nochmal super. Die sind alle getrocknet. Wieso? Dead Corn.
Geizhälse. 6 Superkorn, das ist nicht viel. Naja, ich kann ja auch anbauen jetzt. Puh, das deckt. Das auf jeden Fall. Die Kiste wollte ich nochmal kontrollieren. Working Stealth Tools. Und Scrapping is fun. Use. Oh, da muss ich noch einiges von lesen, sehe ich gerade. Irgendwo steckt da schon wieder ein Zombie im Stacheldraht. Diese Geräusche. Fast 600 Nitrat. Stoff nehmen wir immer gerne. Running Shoes, aber normale leider nur. Oh, das ist Plastik. Mist. Deswegen Mist, also ich habe nichts gegen Plastik, aber weil das war mein letzter Slot. Okay, hier könnte ich nochmal Gammelfleisch ohne Ende abgreifen. Und eine Waffentasche. Bauhunters. Steel Club Parts, hatte ich die nicht schon? Was? Ja, Bob hat wohl seine Schweine mit besonderer Kost gefüttert. Zombie-Apokalypse, was soll ich sagen? Temple Blade Mod. Iron Crossbow Bolts. Papier weg. So, die Tempered Blade Mod habe ich hier leider schon drauf. Könnte ich die auf den Speer packen? Modify. Theoretisch ja, praktisch nein, weil alle Slots sind schon belegt. So ein Pech. Die Schaufel. Modify. Oh, auf die Schaufel geht's auch. Wunderbar, ein Slot gespart. Was habe ich denn jetzt eingesteckt? Wieder das Papier? Nein. Dann nehme ich hier wieder lieber die Eisenbolzen, denn ich hoffe, dass ich die früher oder später auch gut benutzen kann. Ich schaufel hier schnell nochmal den Rest Fertilizer weg. Und ich muss ja sowieso noch mal hin. Denn heute Nacht mache ich den Job nicht mehr. Auf jeden Fall. Hier geht's runter nach Grace. Das Loch ist neu. Früher war das hier so ein Holzboden, der dann einbricht. Hier muss ich runterspringen und stehe natürlich direkt Grace gegenüber dem Superschwein. Und für so Freizeit-Survivor wie mich ist das kein Spaß. Sag ich euch gleich. Da ist immer ganz gut, wenn man die Gegenden schon so ein bisschen kennt. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, welche Überraschungen hier noch wieder verbaut wurden. Ja gut. Gut, die Taschen sind voll. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Ich kann nur noch was weglesen. 99! Ein Heft noch, dann bin ich durch. Dann bin ich der Superkoch. Gammelfleisch könnte ich ja nochmal sammeln. Das hatte ich auch gesteckt, aber leider im Wagen. Im Wagen sah ich schon, im Minibike. Ach ja. Lasst mir doch ein bisschen Hoffnung. Irgendwann. Das deckt. Oh, der Klebstoff. Ein Ei. Eier kann man übrigens jetzt so wegessen. 5 Food, 2 Herz. Keine Chance auf Dünnschiss. Use.
Das heißt, ich könnte... Ah, am liebsten würde ich den Klebstoff mit... Bin ich denn blind? Eben habe ich doch Klebstoff gehabt. Klebstoff! Hier. Klebstoff ist wertvoll. Noch einmal Korn zieht. 65! Hohoho. Und über 600... 840 Nitra. Ich bin immer noch nicht durch. Ja, tut mir leid. Töpfchen, tut mir leid. Aber wichtige Dinge zuerst. Ich glaube, auf der Rückseite waren noch mehr. Nur aus Neugier, was man sich hier alles so organisieren kann. Nee, nicht mehr. Okay, ja, dann weiß ich, was ich morgen zu tun habe. Ich muss Grace noch besuchen. Und das mache ich allerdings nicht so, wie der Funpath sagt, denn das wäre mein sicherer Tod. Da bin ich vorsichtig. Grace ist, ja, was soll ich sagen, sowas wie ein Endgegner. Und, nö. Nicht in so einer kleinen Arena. Und die Schweine sind einfach ziemlich schnell. Das sollte man sich nicht täuschen. So, wenigstens alles in meiner Nachbarschaft. Ich bin ruckzuck zu Hause. Hier klebt schon wieder neues Gammelfleisch auf der Straße. Wieder leckere Zutaten für Hobo-Stew. Oder zumindest als Dünger gut zu gebrauchen. Das Wetter passt auch. Ach, egal. Oh, ich habe die ganze Nacht hier verbracht, sehe ich gerade. Ja, ich räume jetzt hier nur noch ein bisschen aus. Sehe zu, dass ich meine ganzen gesammelten Goodies in Sicherheit bringe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann geht's wieder zur Sache bei Bob's Boss und Karl's Korn. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Seven Days to Die habt, irgendwelche Anregungen, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten bin ich auch immer sehr dankbar für ein Like. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Darf man ja auch nicht vergessen. Und ich hoffe... Wir sehen uns gesund nach den Feiertagen, nach den ersten Feiertagen. Und ja, halte die Ohren steif. Ich mach's hier in Neverskane auch. Ich habe ja ein schönes Häuschen hier. Ich mach's mir jetzt gemütlich. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.